Ich glaube, das war keine gute Idee, dass ich heute meinen Schreibtischstuhl zum Sitzen benutze. Aber dann könnt ihr mich endlich mal von allen Seiten sehen. Aber wer will das schon? So, Stuhl ausgewechselt, so ist, glaube ich, besser. Herzlich willkommen zu meinen Juli-Favoriten. Oh my God, der Juli ist vorbei, oh wei. Und ja, ich habe nicht viele Favoriten, aber ich dachte mir, besser ein paar zeigen als gar keine. Und wir fangen an mit dem, was ich auf den Lippen trage. Darauf wurde ich nämlich auch ganz oft angesprochen von euch unter meinem Video. Ich weiß gar nicht, wo ich den getragen hatte, aber ich wurde angesprochen. Und zwar ist es das hier. Und es ist so traurig, es geht aus dem Sortiment und ich verstehe nicht, warum. Es ist von Catrice und zwar sind das die Shine Appeal Fluid Lipstick Intense in der Farbe 030 The Olympic Games. Das ist diese Farbe auf meinen Lippen. So ein schönes... Also eigentlich ist das so eine... Ja, Farbe out of my comfort zone, also sowas trage ich eigentlich nie, aber ihr seht ja, es ist so ein wunderschönes, es ist gar nicht so ein quietsch Barbie Pink, aber es ist so ein, ach, es ist einfach so eine saftige, schöne, prall und saftige, so eine schöne, pralle und saftige Farbe. Es ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass ich voll auf Lipgloss abfahre und der hält auch noch so lange, das ist wirklich das Geile daran. Man hat wirklich lange diesen wunderschönen, prallen und schönen Effekt auf den Lippen, der leuchtet, der ist intensiv, wie der Name schon sagt. Und ja, mittlerweile wird der für 50% Rabatt abverkauft, weil sich halt das Sortiment von Catrice ändert. Also schaut nochmal nach, ob ihr die findet. Ich habe auch noch eine andere Farbe. Irgendwas mit Rose, ne? Das ist halt so eine schöne Nude-Alltagsfarbe. Die habe ich in meiner Handtasche. Und ja, die sind einfach mega geil. Wenn ihr die noch erwischen solltet, go and get it. Als Foundation habe ich in letzter Zeit wirklich abgöttisch geliebt von Misha. Im Prinzip könnt ihr jede BB-Cream von Misha nehmen, die sind alle geil. Aber das hier ist die Shoboyang BB-Cream, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, so heißt die. Ich schreibe euch das nochmal in die Infobox rein. Aber das ist die mit SPF 30 und BB-Creams von Misha sind einfach so fucking genial. Die trage ich auch heute im Gesicht und es ist, ebenmäßig, leuchtend, prall, lebendig. Das sind die BB-Creams und... Es ist einfach ein traumhaft wunderschönes Finish. Ich wette, ihr kennt, also mindestens jeder zweite kennt eine BB-Cream von Misha. Und die sind einfach toll und ich kann sie immer wieder empfehlen. Trage ich wirklich im Moment jeden Tag, weil es einfach passt. Und die ist auch nicht so speckig. Gerade wenn man noch Sonnenschutz drunter trägt, ist sie wunderbar. Ich liebe die. Und um den Glanz allgemein im Gesicht wegzunehmen oder ein bisschen zu backen unterm Under Eye, trage ich von, wie heißt das eigentlich? Heißt die Firma Coty? Es ist das Coty Airspun Loose Face Powder. Das hat ja auch Tati ganz oft gezeigt. Gegen Chic hat mir das geschenkt, weil sie damit nicht so klar kam. Und ich glaube, also das hier ist die Translucent Version und ich glaube, das gibt es auch unparfümiert. Das hier ist parfümiert und es ist intensiv. Ihr riecht es irgendwann nicht mehr, wenn ihr es im Gesicht habt. Das verfliegt komplett, Gott sei Dank. Aber wisst ihr, wie das riecht? Das riecht wie das von Guerlain, das Shalimar. So riecht dieses Puder und es ist für mich einfach ein bisschen too much. Aber es ist einfach wunderbar. Es mattiert richtig toll. Es sieht nicht künstlich aus, also es sieht nicht schwer im Gesicht aus. Ich benutze das immer unter der Augenpartie, um meinen Concealer zu setten und backe auch damit. Und es ist einfach ein richtig geiles Puder und ich glaube, das ist auch sehr, sehr günstig im Internet zu bekommen. Das verlinke ich euch dann auch mal in der Infobox. Also, I love it. Also neben meinem Chanel Puder, was ich ja wirklich... zu Tode liebe, ist das wirklich genial. Und ein Parfum, zu dem ich wirklich in letzter Zeit wieder unglaublich oft gegriffen habe, ist von Serge Lutin das Umbois Vanille. Es ist einfach so ein unkomplizierter Duft, es ist so ein Allrounder, den könnt ihr wirklich jeden Tag und zu jeder Jahreszeit tragen. Es ist einfach der perfekte Vanilleduft. Ihr riecht einfach nach Vanille, Karamell, es ist würzig, es ist warm, es ist köstlich, ihr könntet euch selber fressen. Es ist einfach so ein leckerer Duft. Ich muss echt aufpassen. Also mittlerweile habe ich echt schon einiges verbraucht und ich bin schon sparsam damit. Also Serge Lutin Düfte sowieso, Leute, da könnt ihr nichts mit falsch machen. Und dieser Duft, wenn ihr Vanille mögt, hallo, warum ist er noch nicht in eurer Sammlung? Und apropos Düfte, das wollte ich auch nochmal kurz ansprechen. Mich hat auf Parfumo die liebe Ruth angeschrieben und ich weiß gar nicht, ob sie meine Videos schaut, aber Ruth, falls du zuschaust, vielen, vielen Dank nochmal. Sie hat mir ein großes Päckchen voller Proben geschenkt und als ich das ausgepackt hatte, war ich sowas von, wow, da ist nämlich so viel geiles Zeug drin, also das geht auf gar keine Kuhhaut, also richtig viel aus dem Nischenbereich und besondere Düfte und ihr könnt ja vielleicht mal so ein bisschen reinspinksen, also da ist ganz, ganz viel drin und ich bin so froh, da
vieles auszutesten. Ganz viele Proben von Aus Liebe zum Duft, Atkinsons, Bond Number 9, also richtig geile Klopper. Und ich freue mich so sehr, das auszutesten. Es gibt nichts, was ich lieber mache, als Düfte auszutesten mittlerweile. Also das ist wirklich schon ein krankes Hobby von mir. Also vielen, vielen Dank nochmal an liebe Ruth, dass du mir das zugeschickt hast. Ich habe mich unglaublich gefreut. Worüber ich mich noch pervers gefreut habe, Shania Twain is back. Leute, ich glaube, ihr wisst nicht, dass ich hier den größten Shania Twain-Fan vor euch sitzen habe. Also ich kenne jeden Text von ihr auswendig. Ich liebe diese Frau. Und ich könnte die stundenlang anglotzen, ne? Die ist so wunderschön. Also die ist jetzt mit ihren 51 Jahren sogar noch schöner. Also sie leuchtet wirklich. Und vor allem kann ich mich mit ihren neuen Songs unglaublich identifizieren. Einmal Poor Me und einmal Life's About to Get Good. Das ist meine neue Hymne. Also ein besseres Gute-Laune-Lied gibt es eigentlich gar nicht. Also ich, oh mein Gott, ich freue mich so auf ihr Album. Das kommt Ende September raus. Ich habe, also 15 Jahre hat sie keine Musik mehr gemacht und ich habe immer wieder geschaut, wann bringt sie ein neues Album raus, kam da irgendwie eine News, macht sie was Neues und es kam 15 Jahre nichts. Ich war fucking 13 Jahre alt, als die letzte Musik kam und jetzt mit fast 30 ist sie wieder zurück. Naja, fast 30, wir wollen ja jetzt nicht mal ganz den Teufel an die Wand malen. Ich werde im August 29 und nächstes Jahr ist dann die runde Zahl dran. Aber so ist es halt, wir werden alle nicht jünger, ne? Und noch mehr Musik, der neue Song von Kesha, Learn to Let Go. What the fuck? Ich muss gestehen, ich mochte Kesha noch nie. Dieses ganze TikTok, fick mich in den Arsch, ich mochte es noch nie leiden. Aber dieser neue Song von ihr, auch mit dem kann ich mich unglaublich identifizieren. Und der hat so viel Energie und so viel Power und auch ihre Stimme. Ich liebe einfach alles an dem Song. Das hätte ich niemals gedacht, dass ich mich so auf Kesha einlassen könnte. Es ist wirklich toll und ich dance wirklich in meinem Zimmer zu dem Song durch die Gegend. Einfach ein richtig geiler Song. Also 2017 scheint gerade musikalisch wirklich nochmal richtig aufzuleben. Und ja, das waren auch im Prinzip alle meine Favoriten. Ich habe ansonsten nichts weiter zu berichten, oder? Schreibt mir mal bitte in die Kommentare euer aktuelles Lieblingsparfum und eure aktuelle Lieblingsserie. Das möchte ich gerne wissen und ja, das war's von meinen Favoriten. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!